10 Jahre nicht mehr. Haltet euch die Ohren zu. Die ganze Wand da hinten ist voll mit Gitarren. Ist ja cool, womit fangen wir denn mal an? So, Gitarre haben wir auch gefunden. In Deutschland früher habe ich einige Instrumente gespielt, doch seitdem wir hier sind eigentlich nicht mehr. Ich habe auch keine, aber ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal ins Guitar Center und gucken nach. Vielleicht kann ich ja noch ein paar spielen. Ich hoffe mal, dass wir darin filmen dürfen. Ich meine, ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht, aber wissen tut man das ja nie, oder? Oh, ziemlich cool. Schlagzeuge, Keyboards, Gitarren. Die ganze Wand da hinten ist voll mit Gitarren. Ist ja cool, womit fangen wir denn mal an? Vielleicht mit Schlagzeug? Sollen wir mal gucken. Wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her. Ob ich noch spielen kann, weiß ich nicht, aber... Ist ja vielleicht ein Versuch. Wert. Wobei sie scheinbar hier nur diese mehr oder weniger elektronischen scheinbar haben. Mal gucken. Da haben sie diese kleinen Dinger mit dabei. Interessant. Ich würde ja gerne wieder ein Schlagzeug haben, aber ich glaube nicht, dass das in dem Apartment so eine super Sache wäre, wenn ich da einen lostrommel. Ich glaube, da wird es reichlich Ärger geben. Hier sind die ganzen Gitarren. Gitarre habe ich früher auch viel gespielt. Sowohl akustische E-Gitarre als auch Bassgitarre. Und Saxophon, das habe ich auch gespielt. Und ja, dann so Sachen wie Keyboard und Klavier eben. Aber ewig her. Aber reizen würde mich das schon. Eine Gitarre könnte ich mir natürlich überlegen, ob ich das mal wieder versuche. Akustik dürfte ja eigentlich da im Apartment kein Problem sein. Oder wenn es halt eine E-Gitarre ist und mit Kopfhörern gespielt wird. Die hier sieht ja irgendwie ganz urig aus, ne? 999 ist eine gebrauchte Gitarre. Ganz Amps mit dabei. Die sehen auch stark aus. Also gefällt mir ganz gut. Wo fangen wir denn am besten an? Aber ich gehe, glaube ich, erstmal einmal komplett durch den Laden durch, um einmal alles gesehen zu haben. Hier vorne kann man schon mal ein bisschen testen. Hier sind dann die ganzen Akustikgitarren oder auch die Ukulelen. Wäre natürlich auch eine witzige Idee, so eine Ukulele. Das habe ich noch nie versucht. Aber kann ja auch nicht so schwer sein, wenn man Gitarre spielen kann, oder? Keyboards. Und Synthes wahrscheinlich. Das Yamaha. Ich hatte damals einen Korg. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das hieß. Aber da steht zum Beispiel in Texas noch. Aber habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Roland. Interessant. Das hier ist auch was Gebrauchtes, die ganzen Taschen und Koffer. Bücher gibt es natürlich auch mit dabei. Bis jetzt sagt keiner was, schon mal ganz gut. Und hier kannst du scheinbar Boxen und Lichter austesten. Studioboxen. Aber irgendwie juckt es einen dann doch wieder in den Finger, oder? Kopfhörer. Hier haben sie auch Sennheiser-Mikrofone. Headphones. AKG haben sie hier auch. Shure. Pioneer. Und die anderen Mikrofone. Ich gehe mal einfach gucken, ob ich irgendwas finden kann, was ich ein bisschen spielen kann. Auch wenn es vielleicht nicht hübsch mehr klingt, aber warum nicht? So, hier sind wir jetzt im Raum, da kann man Schlagzeuge austesten. Die sagen mir nicht wirklich was, aber mal schauen, was sie hergeben. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Wie gesagt, 10 Jahre nicht mehr. Haltet euch die Ohren zu. Habe ich auch noch nie gesessen. Mal gucken, wie das ist. Geht da irgendwas? Muss man da was einstellen? Ich weiß es nicht. Das hier scheint angeschlossen zu sein. Ja,
noch irgendwas auch mal ausprobieren. Keine Ahnung. Gefunden. Irgendwas läuft hier im Hintergrund an Gitarre. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber ich merke schon, das ist eine Schwestergitarre oder sowas. Da tut schon an den Fingern weh, keine Hornhaut mehr da. Ausprobieren. Ich glaube, ich hole mir noch mal eine andere Gitarre. Meine Finger geben auf. Sekunde, bin gleich zurück. Sollte Lemon Tree sein. Ein Akkord war falsch, mindestens. Ja, ist schon ein bisschen besser an den Finger, aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir sind schon ziemlich rot. Aber ich gucke trotzdem noch mal nach einer anderen. Ich bin wirklich am Überlegen. Ach, $800 fast. Das möchte ich nicht ausgeben. Wir gucken noch mal weiter. Also das hat mal wieder richtig Laune gemacht, ein bisschen rumzuklimpern, auf meiner Gitarre rumzuzupfen oder auf dem Schlagzeug rumzuhauen. Ich würde ja gerne an sich ein Schlagzeug mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass das bei uns im Apartment möglich ist. Eine Gitarre muss ich einfach mal gucken. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich eher so eine Elektro-Gitarre oder eine Akustik, eine Western-Gitarre haben möchte. Von daher, ich werde mal schauen. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!